Meine Eltern sind Räuber gsi, früher, wo wir noch gelebt haben. Jetzt sind wir nämlich tot. Weil das passiert mit Räubern. Sie sterben. Angefangen hat alles ganz harmlos. Hast du dein Hörgerät? Ja. Wir müssen den 5 Apfel wünschen. Der Papa wartet an der Station. So. Grüezi, Herr Peretti. Guten Tag. Miteinander. Was? Du schaffst es nicht auf den Bus? Ich habe gemeint, wir säckeln auf den Bus. Was? Wir sollen stehen bleiben. Du, ich höre nichts. Irgend so einen Doppel hupet wie einen Gestörten. Mami, schau. Sie haben ein Taxi bestellt. Urs, wem gehört das Auto? Damit einsteigen. Wir sind knapp dran. Und? Wie findest du? Du hast den nicht gekauft, oder? Was? Sag mir, dass du den nicht gekauft hast. Keine Angst. Das war ein absolutes Schnäppchen. Schau mal an, da. Das ist echtes Leder. Gwendolin, Batteriewechsel. Bist du komplett wahnsinnig? Du kaufst unsere Situation das Auto. Wieso nicht? Amix muss man auch mal antizyklisch investieren. Das ist ein 320er Touring. Das macht Eindruck. Das färbt ab auf uns. Amix hustet er ein bisschen. Er hat Charakter. Der hat auch schon 200'000 drauf. Du, Gwenny. Würde man ihm aber nicht angesehen, oder? Gwenny, was haben wir abgemacht? Ich bin still, brav und herzig. Gut. Wir treten heute als Familie auf. Das berührt so einen Banker, hat der Papi gesagt. So, Herr Zbinder, Sie haben also eine App entwickelt, so ein Videospiel. Nein. Arctic Oil ist ein Brettspiel. Klassisch, aber high-end gefertigt. Und äußerst vielschichtig. Das Spiel wird Siedler von der Weltspitze verdrängen. Darf ich gerade mal? Also, das Ziel ist, Rohöl zu verkaufen und 15 Siegpunkte zu generieren. Ich würde vielleicht einmal beim ersten Spiel Bank machen. Da müssten Sie einfach vertrauen. Vertrauen fällt einem Banker vielleicht ein bisschen schwer, aber machen wir einfach mal so. Genau. Mein Papi ist der geborene Spieleentwickler. Er hat schon so viele Spiele erfunden und hat selber viel mehr Spielsachen als ich. Aber heute ist es im Ernst. Er hat endlich ein Spiel erfunden, wo sein Durchbruch wird. Und darum sind wir heute da. Für unser Rendezvous mit dem Markt. Nicht wahr? Ah, das ist jetzt eben der Zufall, oder der Schicksalsmoment. Kann alles bedeuten. Oder? Das ist wie im richtigen Leben. Oder? Du planst alles gut und dann hältst du vielleicht unberechtigt den einen rein. Aber es kann auch etwas gut sein. Ein Dreier bitte. Ja, Scheiße, Schatzkiste. Also, Entschuldigung, das ist natürlich gut für Sie. Was sind denn die Klötzchen da? Was ist das? Das wären eben die Barrel. Man liest ja so viel in der Zeitung über die, wie kommen wir an die Energie von der Zukunft, oder? Und was spielt das Öl? Es hat anscheinend abgedankt, aber das ist ja Wahnsinn, was die Ölförderfirmen, was die zum Teil an Natur. Den spielen sie da rein. Gut, vielen Dank. Ist dort auch noch ein durchgekommen mehr? 1, 2, 3. Der ist meine. Dann gebe ich 5 Pinguine. Es macht dann 5, 4, 6, 15. Ich habe gewonnen, oder? Ja, dann hat sie gewonnen. Ja, schön jetzt binden. Wir werden Ihnen einen Antrag weiterleiten. Merci vielmals fürs Kommen. Danke. Schauen Sie. Hier, für Sie, zum Behalten. Ich habe ein gutes Gefühl. Haben Sie gesehen, wie der mitgegangen ist? Und wie ich ihn total unauffällig gewinnen lassen. Das war eine verkaufspsychologische Meisterleistung. Findet ihr nicht? Super, Papi. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Nussbaumer. Hier ist das Binden von der Swissana. Dürfte ich euch fragen, was ihr monatlich für eure Krankenkasse... Ja. Ja. Das ist gut. Vielleicht dürft ihr euch trotzdem eine unverbindliche Kost... Auf Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Nussbäumler. Das ist das Binden von der Swissana. Dürft ihr euch fragen, was ihr monatlich für euch habt?
Hey, Schatz, was... Ich muss los, ich sitze im Museum. Was suchst du? Zwei Tabletten. Ich habe keine mehr. Batteriewechsel. Was ist das? Schinken. Serrano. Schinken. Hat er den gestohlen? Wenn ihr den wirklich gestohlen habt, dann will ich gehen. Was? Ich will hier so einen stellen. Und du zeigst mir, wie das geht.